Hallo, hier sind wieder Shiva und Jesus. Jesus. Jesus? Ach so, wir machen ein Video über Jesus. Ach so, ja, dann Jonathan. Ja, willkommen heute bei den Matrixern. Wir machen heute ein kontroverses Video über Jesus. Nicht jeder hat dazu die gleiche Einstellung oder Sichtweise, nicht mal wir. Und genau. Ja, also da dachten wir uns, weil unsere Meinungen da sich nicht hundertprozentig decken, haben wir gedacht, machen wir ein Video über Jesus und diskutieren mal so ein bisschen. Und dann könnt ihr für euch selber nachfühlen, was euch davon anspricht und was nicht so. Könnt ihr ja selbst entscheiden. Und vielleicht habt ihr noch ein paar Hinweise oder ein paar Ergänzungen. Genau. Würden wir uns sehr darüber freuen, unten in die Kommentare. Und ja, fangen wir mal an, Schieber, Fangen oder? wir mal Genau. Hast du denn irgendwelche Informationen zu Jesus so in deinem Leben sammeln können oder vielleicht Begegnungen oder irgendwelche Hinweise, wie man das mit Jesus verstehen kann? Denn Jesus ist ja irgendwie trotz seiner Leidensgeschichte in Anführungsstrichen doch sehr viel in der Welt rumgekommen. Auch ist es so, dass Jesus ja, von vielen Menschen doch schon als eine positive Ikone betrachtet wird. Ja, und da fragt man sich natürlich, es gibt ja auch Jesuiten oder es gibt Vereinigungen, die sagen, liebt Jesus. Die Kirche redet viel über Jesus. Also Jesus ist ja schon eine Figur, die sehr beliebt ist. Positiv dargestellt wird, ausschließlich in Liebe und so weiter. Und wie siehst du das, Shiva? Ja, ich glaube, da erzähle ich erstmal einen Schwank aus meinem Leben. Nein, also ich bin weder religiös aufgewachsen, noch hatte ich eh eine Religion. Und doch war mein Weltbild Jesus betreffend sehr religiös geprägt. Also ich habe das immer nur mit Jesus, Kirche, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Und letztes Jahr war ich in Amerika für einige Monate. Und da siehst du ja überall Kirchen, Jesus hier, Jesus da, liebt Jesus, sonst wie. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein. Und das finde ich alles ganz merkwürdig. Und während ich eben so durch Amerika gefahren bin, zur Info, ich bin mit dem Camper 300 durch Amerika gefahren, hat sich das in mir irgendwie verändert. Beim Fahren kann man ja gut dissoziieren und plötzlich kommen dann da Infos und Erkenntnisse, die jetzt Jesus betreffend zwar nicht so gravierend waren, aber die Einstellung hat sich geändert. Und zwar habe ich Jesus eben nicht mehr im Zusammenhang mit der Kirche gebracht. Ich habe gedacht, okay, ich betrachte das jetzt mal separat, eben nicht als Ikone der Kirche. Und ja, über die Monate hinweg dann ist Jesus vielleicht jetzt nicht gerade so zum Leitbild für mich geworden, aber wenn man sich dann näher mit Jesus oder wie er wirklich heißt, Yeshua ben Josef, wirklich befasst, kann man schon mehr in ihm sehen. Es ist von einer Heilerin, Geistheilerin, die wir kennen, die hat uns mitgeteilt, dass der Yeshua eigentlich eine Ansammlung höherer Selbste ist, die sich auf der Erde inkarniert haben, um das Christusbewusstsein, das Netz des Christusbewusstseins zu verbreiten. Okay, die Infos hatte ich dann und dachte mir, fühle ich mich mal rein. Und ich habe mich dann auch oft versucht, mit Jesus zu verbinden oder ihn zu rufen. Und ja, er ist tatsächlich oft gekommen. Auf interdimensionalen Reisen, die ich dann eben mit dieser Geistheilerin gemacht habe, habe ich dann auch wieder Yeshua gerufen und mit ihm den Sprung ins Urvertrauen gemacht. Also man muss halt sagen, die ganzen Begriffe sind alle sehr religiös geprägt, finde ich. Und davon darf man sich eben nicht zu sehr verleiten lassen. Für mich ist Yeshua wirklich, ja, wie sie gesagt hat, eine Ansammlung höherer Selbste. Für mich reine Energie, Bewusstsein und ja, der einem auf dem Weg hilft zu seinem wahren Selbst. Für mich schon, denn er repräsentiert eben bedingungslose Liebe und ich denke, das ist ein guter Weg. Ah, okay. Also für dich ist Jesus dann, denke ich mal, genauso wie bei mir, jetzt keine religiöse Ikone. Nicht mehr, zum Also Glück. ja,
Auch ist es nicht so, dass einer von uns beiden irgendwie religiös interessiert wäre. Nein, Das ist gar auch nicht. nicht. Also wir sind rein spirituell interessiert. Jesus ist natürlich jetzt gerade mal Thema. Es haben auch viele danach gefragt. Und darum möchten wir auch nochmal erwähnen oder betonen, dass wir mit keiner Religion im Zusammenhang stehen oder so. Wir betrachten Jesus einfach als, ja, als positive Figur in der Welt. Und das ist ja auch nicht umsonst so, dass sich viele für Jesus interessieren oder ihn gerne mal treffen würden oder versuchen, von seiner Kraft zu schöpfen. Ja, wie hast du gesagt, heißt der Jesus? Jeschua ben Josef. Was ich noch dazu sagen wollte, Ja. wenn ich mit mehreren Leuten zusammen war und wir über ihn geredet haben oder ihn gerufen haben, kam er tatsächlich. Und die Geistheilerin, mit der ich schon gesprochen habe, die kann ja interdimensional wahrnehmen und sehen. Und ich konnte es nur fühlen. Aber es ist eine unglaubliche, liebevolle Energie. Sie hat ihn gesehen, sie unterhält sich auch immer mit ihm. Aber in jedem Fall kommt er und er existiert. Okay. Also ich hatte auch einige, also in Dissoziation hatte ich auch einige Hinweise zu Jesus, ohne das eigentlich beabsichtigt zu haben. Also ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und gesagt, ich dissoziiere jetzt und rufe Jesus oder so oder möchte etwas über Jesus wissen. Es ist eigentlich ziemlich spontan reingekommen. Also auch Träume hatte ich, beziehungsweise außerkörperliche Erfahrungen, in denen ich in die Vergangenheit gereist bin. Und bin dort auch in einer Realität auf Jesus getroffen. Ich selber war anscheinend zu der Zeit irgendwie, ich weiß nicht, ein Händler oder in der Art war ich zu der Zeit. Und ich hatte immer vorher von Jesus gehört. Und ich hielt Jesus definitiv für einen Scharlatan, der eben nur gut zu reden weiß. Mehr kann er Ich doch nicht. früher auch. Ja, ich meine, damals in diesem anderen Leben hielt ich ihn Ach dann für einen so. Scharlatan, Ach den so, Jesus. okay. Und irgendwann war ich dann in einer Stadt, in der ich gehört hatte von anderen, dass Jesus auch da wäre. Und ich dachte mir, oh Gott, oh Gott, jetzt verfolgt er einen schon hier in diese Stadt, wo ich handle. Ja? Da hatte ich gar keine Lust drauf, dem zu begegnen. Und dann bin ich auf den Marktplatz gegangen, also sowas wie ein Marktplatz war das. Und dann habe ich da eine ganze Menschenmenge im Kreis stehen sehen und ich habe mich dann da so durchgewurschtelt, um zu sehen, was denn da in der Mitte passiert. Und da stand Jesus. Und auf dem Boden lag eben ein Mann. Ich weiß nicht, was mit dem war. Bewusstlos oder tot. Ich weiß es halt nicht. Und Jesus hat halt sich hingekniet und hat so seine Hände über den Mann gehalten und hat irgendwie so eine goldbraune Kugel erzeugt oder aus ihm rausgeholt, eins von beiden, ich weiß es jetzt nicht. Ich konnte das nicht so direkt einschätzen, weil es war ja ziemlich voll da, waren ja viele Menschen da und es war nicht so einfach, alles sehen zu können. Und als ich das dann sah, da erkannte ich eben, dass wohl doch was an Jesus dran war, an seinen Fähigkeiten zumindest. Und da ist für mich ein Weltbild zusammengebrochen, also als der Händler, der ich damals war. Und bin dann wirklich, mir ist richtig schlecht geworden. Ich bin in Ohnmacht gefallen, ne? Fast in Ohnmacht gefallen. Ich lag da am Boden und habe dann geatmet und dachte nur, das gibt's doch gar nicht. Ne? Das kann doch nicht sein. Ne? Also mein Verstand hat dann in diesem anderen Leben ziemlich rotiert, als er das dann wahrnahm. Zumindest auch schon allein deswegen, weil ich ja davon ausging, dass das absoluter Scharlatan ist, ein Betrüger, mehr nicht. Ne? Also das war eigentlich so meine erste Begegnung, die ich mit Jesus hatte. Und die war jetzt auch nicht irgendwie gewollt oder so. Das hat sich halt spontan ergeben. Ne? Also mir ist er gegenwärtig noch nicht begegnet. Halt nur in meiner Dissoziation, dass dann eine Information hochkam oder so. Ich hatte nur mal eine Erfahrung in der Dissoziation, erinnere ich mich, in dem ich halt Jesus sehen konnte, wie er damals gelebt hatte. Und ich weiß, einigen wird das vielleicht nicht gefallen. Aber dort sah ich, dass Jesus eine Schwäche für Prostituierte hatte. Da hatte er eine Schwäche für. Und er ist auch gern manchmal zu denen gegangen. Ja. Und da zeigte sich auch, dass auch Maria Magdalena, war ja glaube ich auch eine Prostituierte, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Also ich meine, Maria Magdalena war auch eine Prostituierte.
eine von denen, zu denen er gegangen ist. Und ich kann also durch das, was ich da gesehen habe, bestätigen, dass Jesus sogar mit Maria Magdalena verheiratet war und dass sie sogar ein Kind gezeugt haben. Also das habe ich da alles sehen können. Ja, es ist aber schon viele Jahre her und damals war ich schon überrascht, das zu sehen, weil heutzutage gibt es solche Informationen ja schon über Jesus und Maria Magdalena und so. Aber zu der Zeit, als ich das in der Dissoziation gesehen hatte, da wurde da kaum drüber gesprochen. Da hatte ich diesbezüglich keine Information, außer das, was ich dann in der Dissoziation sah. Und das war schon sehr interessant. Also Jesus war auf keinen Fall der Heilige, wie man ihn darstellt. Nee, anfangs nicht, aber das war ein Prozess der Entwicklung. Ja. Und soweit ich das weiß, hat er sich eben entwickelt und hat irgendwann alle Laster und das Ego eben abgelegt, um ins reine Liebesbewusstsein zu kommen, was er auch möchte, dass das hier auf der Erde ist. Ja, da bin ich mir nicht ganz so sicher, weil als er schon seine Apostel zusammen hatte, gibt es ja das Thomas-Evangelium. Und im Thomas-Evangelium gibt es, glaube ich, also über 100 Leitsätze, die Jesus ausgesprochen hat. Und in einem dieser Leitsätze zeigt sich, dass Jesus kein Pazifist war. Das heißt, er hat da wirklich dazu aufgerufen, zum Schwert zu greifen. Und das zeigt mir, dass Jesus jetzt nicht der heilige Pazifist war, sondern auch irgendwo ein Krieger oder irgendwo eine Person, die im Zweifelsfall auch zur Revolution aufgerufen hätte. Und die damalige Zeit mit den Römern und so, da kann ich mir sehr gut vorstellen, denn die Römer sehen ja nur eine Bedrohung in einer Person, wenn die vielleicht eine Revolution auslösen könnte. Gut, aber das kann man über mehrere dieser Selbste sagen. Waren selbst, mein Reiter war ja auch ein großer Krieger und ist dann eben aufgestiegen irgendwann. Er hat auch eine riesige Armee von 1 Million Leute gehabt, bis er irgendwann nach vielen, vielen Jahren die Schnauze voll hatte, sich auf den Berg setzte, 7 Jahre meditiert oder was auch immer er getan hat und das eben hat sein lassen. Also es war ja auch nicht sein ganzes Leben so, dass er der Heilige war und direkt aufgestiegen ist. Das ist also immer noch ein Weg, den auch er und wahrscheinlich auch Jesus zu gehen hatte. Und ich kann nur sagen, ich kann Jesus, wenn ich Yeshua, wenn ich Jesus fühle, dann fühle ich halt einfach sehr, sehr viel Liebe. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist ein sehr, sehr weites Gefühl, das einfach komplett durchströmt. Und für mich ist das auch einer der Wege, dahin zu kommen, zum wahren Selbst zurück. Ja, mag sein. Also das weiß ich jetzt nicht. Ich sage ja, gegenwärtig ist er mir nicht begegnet, hat sich bei mir noch nicht vorgestellt. Ich sehe da auch eine Gefahr drin. Also ich sage jetzt nicht Yeshua, weil Josef ist der Weg, sondern der Weg zu sich selbst ist über die Liebe, über die bedingungslose Liebe. Ja, also ich sehe das ein bisschen gefährlich mit dem Jesus und so. Und zwar deshalb, wer zum Beispiel jetzt stirbt und der Lichtfalle entkommen will, da werden die Matrixwächter ein Vergnügen dran haben, sich in Jesus zu verwandeln, wenn du in Jesus absolute Liebe oder Hoffnung oder Vertrauen setzt. Na, du sollst es ja selbst werden, du sollst nicht abhängig oder dich mit Jesus identifizieren, auch nicht als Leitbild, sondern es geht gar nicht um Jesus an sich, sondern die Idee, die er vertritt. Also ja, dazu braucht man doch dann aber eigentlich gar nicht so Jesus, oder? Nee, man braucht nicht Jesus. Für mich geht es nur darum, er hat überhaupt dieses Bewusstsein in die Welt gebracht und das ist eigentlich so der Weg, den ich meine. Nicht Jesus an sich ist der Weg für mich, sondern die Idee, die dahinter steht. Ja. Also ich frage mich, wenn doch Jesus so für die Liebe steht, ob diese Liebe dann nicht auch wieder irgendwie eine höhere Frequenz darstellt, sowas wie der eine Pol. Das ist ja auch das Problem in der Matrix, dass ja da mit Dualismus umgegangen wird, dualistischen Gefühlen und so weiter. Und wenn Jesus eben die Liebe ausstrahlt und der Teufel vielleicht den Hass oder das Böse oder so, dass wir dann wieder zwei Pole haben. Ja, ich sehe das halt eben nicht als Jesus in der Person, die Liebe ausstrahlt, sondern wirklich als wirklich sehr hohe Energieform, als höhere Selbste,
die eben das repräsentieren. Das ist eben eher ein Zustand und ja, Liebe ist ein Zustand. Okay, es gibt natürlich auch die Liebe auf der Erde. Puppenliebe, wie sie sich schön nennt, ne? Aber für mich ist das eben ja, ein Zustand. Und wenn du diesen Zustand fühlst, ja, kann ich da nichts Dualistisches sehen, fühlen, wahrnehmen, erkennen. Mhm. Auf keine Weise irgendwo. Ja, das ist ja auch gut. Klar, auf der Liebe, auf der Erde, Liebe, Hass, Gut, Böse, aber in dem Fall nicht. Wenn ich es fühle, wenn er da ist, dann ist da nichts mit Dualismus. Ja, weil du da nur den einen Pol wahrnimmst. Nee, in diesem Fall hat die Liebe nichts mit Polarität zu tun. Ich weiß nicht. Also, denn warum sollte ich zu jemandem hinwollen, der absolute Liebe ausstrahlt? Doch nur, um von einem anderen Pol zu flüchten, der mir nicht gefällt. Kann man machen, aber es muss nicht so sein. Ich sehe nicht, ich hasse die Welt, deswegen will ich zu Jesus und will seine Liebe. Nee, nicht, ich hasse die Welt vielleicht, ich bin unzufrieden mit der Welt, ich leide so viel und deshalb möchte ich gern einen Zustand der Liebe, damit ich nicht mehr leiden muss. Das mag sein, dass das für viele so der Fall ist, aber zum Beispiel die innere Erde. Da gibt es ja einen Quantencomputer, wir machen ja noch ein Video über die innere Erde, da erwähnen wir das auch nochmal, aber die haben einen Quantencomputer im Christusbewusstsein, damit die Leute da lernen, in das Christusbewusstsein, auch wenn das jetzt wahrscheinlich religiös geprägt ist in der Welt, aber ich sehe das jetzt als nicht religiös, Christusbewusstsein ist für mich einfach Liebesbewusstsein, damit die da hinkommen und das lernen. Und das wäre für mich zumindest ein Grund, mal die innere Erde zu besuchen, für diesen Quantencomputer. Mhm. Ja, für mich Christusbewusstsein ist auch wieder ein religiöser Begriff. Warum religiöse Begriffe verwenden? Das ist ja ein religiöser Begriff, so wie Engel. Da sind wir ja wieder da. Engel, Christus, Jesus. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich habe den jetzt verwendet, weil ich keinen anderen habe. Man kann es auch Liebesbewusstsein nennen. Also für mich halt ist es mir eigentlich voll egal, wie das genannt wird. Die Aussage, die dahinter steht, oder die Idee, darum geht es für mich. Hm. Ja. Ja, wie gesagt, also ich habe nichts gegen Jesus. Ne? Auch nichts gegen Jesus. Eben, aber ich sehe das schon so, ist ein bisschen tricky, die ganze Angelegenheit, weil Jesus, Christus Bewusstsein, da sind die Engel auch nicht mehr weit und mir ist das dann schon wieder zu dualistisch. Ne? Da kann man in die Liebe kommen und die meisten Menschen wollen vielleicht in die Liebe kommen, weil sie eben Leid hatten oder unzufrieden war mit ihrem Leben oder irgendwas nicht so hinbekommen haben, betrachten sich als Opfer. Und ich denke, gerade Menschen, damit spreche ich jetzt nicht dich an oder so, aber ich denke mal, es gibt da schon die Gefahr, dass viele Menschen dazu neigen, sich als Opfer von bestimmten Situationen zu betrachten und möchten dann zu jemandem hin, der es besser drauf hat. Ja, so ist das wohl. Ja. Aber man muss halt differenzieren zwischen diesem religiösen Kram und dem, was dann wirklich dahinter steht, denke ich mir. Also gehen die dann zu Jesus oder zu sonst wem und sagen, du, ich hab's nicht so gut drauf, du hast das besser drauf, als ich erledige das für mich. Ja, nee, so würde ich das gar nicht sehen, sondern einfach, es geht einfach nur um die Idee, um diese Idee der Liebe. Nicht, weil es mir schlecht geht oder weil ich Opfer bin, sondern weil es einfach auch eine sehr hohe Frequenz ist, die das Bewusstsein stark erweitert. Du bist damit aus dem Ego raus. Ja. Ja, aber damit unterstützt du ja das ganze Matrix-System, oder? Nein, eigentlich ganz im Gegenteil. Warum? Denn im wahren Selbst bist du in der Liebe und dann bist du raus aus der Matrix. Ja, wenn das funktioniert, ich weiß es nicht. Also, man wird es sehen. Man wird es sehen, ja. Also, das wäre, aber zu dem Thema, wie man die Matrix verlässt, kommen wir ja noch. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, also ich habe nichts gegen Jesus. Der war bestimmt zu seiner Zeit wirklich eine Revolution. Vermutlich. Auch im Bewusstsein der Menschen, das auf jeden Fall. Der hat bestimmt sehr viel bewegt. Und wenn er nicht viel bewegt hätte, dann würden sie nicht heute noch über ihn reden. Wirklich, ja. 2000 Jahre später. Ja, auf jeden Fall. Aber man muss auch bedenken, dass vor 2000 Jahren
die Menschen noch viel religiöser waren. Die Besuche der Götter auf Erden, ne? Götter in Anführungsstrichen, waren dann noch nicht so lange her. Nee, nee, ja. Die waren also alle sehr religiös und sehr gottgläubig und ist alles sehr christlich gefärbt oder sehr religiös gefärbt. Ja, also ich sehe da die beiden Seiten. Ich kann auch deine Seite verstehen, wie du das siehst. Na, ich sehe auch die beiden Seiten, nur ich schließe mich eben nicht der religiösen Seite an, sagen wir es mal so. Ja. Ja, ich sage ja nur, viele könnten auch so denken. Ja, das ist wahr. Ja. Dass sie eben Zuflucht bei Jesus suchen. Ja, das sollte man natürlich dann auch nicht. Und dadurch stellt man sich ja selbst als Opfer dar oder als Nichtschöpfer seiner Realität. Indem man Zuflucht bei jemand anders sucht, der es besser drauf hat. Ja, es geht ja eben nicht um Zuflucht. Liebe soll ja keine Zuflucht sein oder keine Flucht vor den eigenen Schatten. Ja. Man kann mit Liebe vielleicht transformieren, aber dennoch muss man sich vorher seinen Schatten stellen. Ja, Liebe ist dann auch wieder so ein Thema, das man mal diskutieren könnte. Genau. Weil Begriff Liebe ist genau das gleiche. Wie wird Liebe definiert? Welche Liebe ist hier gemeint? Wenn jemand von Liebe spricht, dann kommt jeder mit seiner Interpretation und sieht das alles ganz anders. Also da müsste man auch einen neuen Begriff erfinden. Genau für das Christusbewusstsein müsste man meiner Meinung nach auch einen neuen Begriff finden. Ja, einen wertfreieren. Aber jedenfalls, Jesus ist ein interessantes Thema. Jesus liebt dich, ist da so ein Schlagwort, gerade in Amerika. Hast du ja gesehen. Ja. Und gibt es denn, was sind das noch so für Schlagsätze, die du da so in Amerika gesehen hast? Oh, ja, Jesus liebt jetzt, dich zum Beispiel, was noch? Ja, mehr erinnere ich mich jetzt nicht, das war jetzt für mich so. Okay. Da muss halt jeder selber entscheiden, wie er das betrachtet. Aber wir freuen uns natürlich, vielleicht löst es eine Diskussion aus. Genau, was ich noch dazu sagen wollte, Jesus ist natürlich nicht da, um dich zu befreien. Er ist nicht dein Erlöser. Genau, das weiß ich jetzt noch so. Denn du musst dich schon selbst erlösen und befreien. Jesus ist nicht für dich am Kreuz gestorben, um dein Leiden zu nehmen. Du musst den Weg halt eh schon selbst gehen, dich deinen Schatten stellen, dein Bewusstsein selbst erweitern. Genau, ja, das fällt mir jetzt noch dazu ein. Ja. Das hat Jesus immer wieder gesagt und Ramta, der natürlich auch, der hat das auch gesagt, auch in Bezug auf Jeschua ben Josef. Und, ja, Jesus ist dein Erlöser, oder? Ist er eben nicht. Er ist nicht der Erlöser und der kann dich nicht befreien. Das unterstützt ja wieder das, was ich sage. Er ist nicht der Erlöser, weil er auch in der Matrix ist. Und er kann dich nicht befreien, weil er selber in der Matrix ist. Soll es das vielleicht bedeuten? Nein. Man weiß es nicht. Nein, aber dann wärst du ja wieder Opfer der Situation, wenn du glaubst, du brauchst einen Erlöser. Ja, natürlich. Deswegen bedeutet es nicht, dass Jesus in der Matrix ist. Den Aussagen nach ja schon. Ich bin nicht dein Erlöser und ich kann dich nicht befreien. Doch könnte er vielleicht schon, aber es ist ja nicht seine Aufgabe, es das ist seine doch eigene nicht. Aufgabe. Das ist jetzt seine Vermutung. Das ist natürlich, das ist ja natürlich alles Vermutung, was wir in diesem Video machen. Ja, ja. Ja, eben. Also, jeder ist ein Selbstschöpfer und nicht, dann wäre es ja eine Art Abhängigkeit von Jesus. Und ich denke nicht, dass das so förderlich wäre, um die Matrix zu verlassen. Ich verlasse mich ganz auf Jesus und wenn Jesus nicht kommt, dann bin ich am Arsch. Ja, man ist selbstverantwortlich und Selbstschöpfer und klar, man kann sich unterstützen lassen, man kann ja, Ideen, ja, folgen ist vielleicht das falsche Wort, aber ja, das ist vielleicht möglich, aber nicht einen anderen hernehmen, dass er mich von meinem Leid erlöst, wenn ich ja so eine arme Sau und sein Opfer bin. Das hat jetzt für mich nichts mit Matrix an sich zu tun, sondern eben mit der Einstellung zum Leben und also zum Verantwortung und Schöpfer sein. Nun ja, also ich meine, ich habe auch mal eine Dissoziation gesehen, dass Jesus nicht gekreuzigt wurde und dass die Kreuzigung eigentlich eine Erfindung der Aschonten ist. Ja, ich habe schon mal gehört. Ja, hast du mal gehört? Vielleicht hast du mir erzählt, ich weiß es nicht. Eine Erfindung der Aschonten ist, auch das mit dem Kreuz, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, als Mahnmal. Dass die Aschonten das als Mahnmal genommen haben und haben gesagt, hier, seht ihr, was mit dem passiert ist, der versucht hat, die Matrix zu verlassen? Schaut, was ist mit dem passiert?
der hängt jetzt am Kreuz und hat gelitten. Wollt ihr das wirklich? Wollt ihr wirklich in Jesus Fußstapfen treten oder so? Ne? Also das steht da so ein bisschen dahinter, habe ich so in der Dissoziation gesehen. Ne? Und da muss ich dann aber sagen, laut der Dissoziation müsste es Jesus geschafft haben, aus der Matrix zu kommen. Und zwar deshalb, weil die Aschonten das ja umgewandelt haben. Dass nämlich Jesus am Kreuz gestorben ist. Er hat es nicht geschafft, rauszukommen. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, genau. Also muss ich sagen, demnach müsste Jesus es tatsächlich geschafft haben, aus der Matrix rausgekommen zu sein. Wenn also an dem Licht, an der Lichtfalle, Jesus auftaucht, dann kann er ja schon gar nicht der Echte sein. Genau. Der ist ja draußen. Also so könnte ich mich vielleicht einigen. Ja, ja, nee, es gibt viele Projektionen da oben von Jesus gerade. Wir hatten ja schon mal ein Video erwähnt von den ganzen Schlafenden, die in den ewigen Schlaf gefallen sind auf der Zwischenebene, weil sie auf Jesus, den Erlöser, warten. Und die schlafen da in ewigen Schlaf, weil sie auf das Abbild, was sie aus ihrem Leben und für Vorstellungen kennen, warten. Die ganzen Geisthelfer und Geistführer müssen da jetzt hin und sich genau an das Abbild oder die Projektion von Jesus herwandeln. Jesus geht da wahrscheinlich nicht persönlich hin, bei jedem Einzelnen, weil es wirklich wahnsinnig viele sind. Ja. Damit schlafen, man kann sie nicht anders erwecken als Projektion. Als Projektion durch Jesus. Ja. Da gibt es doch diesen Film, ne? Den Himmel gibt es wirklich. Kennst du den? Ja, weiß nicht, jetzt mal. Da ist doch so ein Junge, der irgendwie eine Nahtoderfahrung hat und als er zurückkommt, hat er erzählt, er hätte Jesus getroffen. Ja, und hat dann mit Jesus beschrieben und er sieht natürlich genauso aus, wie man ihn aus irgendwelchen Bildern kennt, mit seinem langen Kaftan und seiner hellen Haut und den leichten, lockigen Haar und so weiter. Und wen hat er dann da gesehen, der Junge? Projektion wahrscheinlich. Hat er Jesus jetzt gesehen oder nicht? Oder, wenn, oder wenn jemand Jesus ruft? Ist das dann der Jesus außerhalb der Matrix oder ist es auch nur eine Art Echo von ihm, das eben hier in der Matrix weiterhin verbleibt, sozusagen als Wegweiser, in Anführungsstrichen? Also ich nehme ihn immer als leuchtendes Wesen da, wenn wir mal rufen, dann ist es einfach nur leuchtend. Das heißt, ich glaube, ich bezweifle, dass er überhaupt irgendein Abbild hat. Das heißt, ich bezweifle, dass er irgendwie aussieht. Aber wissen du es natürlich nicht. Ich sehe ihn nur als Lichtgestalt, Wesen, wie auch immer. Und kann es mehr fühlen dann auch. Ja, also ich neige dann immer dazu, das psychologisch zu betrachten, so ein bisschen. Man sehnt sich nach Jesus und so weiter. In Wirklichkeit sehnt man sich aber nach seiner eigenen Ganzheit. Und dass man das dann eben auf Jesus projiziert, weil Jesus ist ganz. Der kann ja nur ganz sein. Ja? Also projiziert man das auf ihn. Und naja, aber ein spannendes Thema mit Jesus. Auf jeden Fall. Ja, sehr spannendes Thema. Jetzt nicht so spannend für mich, muss ich sagen. Für mich sehr, also für mich ist es schon. Für mich nicht so spannend. Aber ich finde es trotzdem interessant, weil eben so viele Menschen Jesus lieben. Ne? Und man weiß es nicht. Ne? Ist jedenfalls nicht ein Hauptelement meines Weges und aber wenn er mir mal begegnet, dann stelle ich ihm Grüße aus. Paul, ich kann es selbst. Ja, okay, gut. Ja. Hast du noch sonst was zu sagen, Shiva, zum Thema? Nein, ich nicht. Noch irgendwelche Erfahrungen gehabt mit Jesus? Nee, ich wüsste jetzt auch nichts mehr eigentlich. Ja, aber spannendes Thema. Ne? Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das mit Jesus findet, was ihr davon haltet und wie eure Meinung dazu ist. Vielleicht entstehen ja da auch noch ein paar interessante Diskussionen. Schön, dass ihr dazu gesehen habt. Genau, danke dafür. Ja. Gebt uns ein Like. Vielleicht hat es euch ja gefallen, mal ein anderes Thema zu nehmen. Als immer reine Spiritualität oder so. Dieser kleine Diskurs hat vielleicht dem einen oder anderen gefallen, zumal ja auch danach gefragt wurde. Ja, dann wünschen wir euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.